Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Mein Name ist Max Schmerz. Meine Frau und mein Kind sind schon länger tot. Und dennoch habe ich Schmerzen im Herzen. Und wir... Kann ich Ihr Telefon benutzen? Durch die Tür hinter Ihnen. Da ist eins. Nehmen Sie das. Ich muss telefonieren. Nehmen Sie das Telefon. Okay. Werfen wir noch ein paar Körbe? Nicht zockig. Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Das heißt auf einmal Woden? Max Payne, wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Mein Gott! Eine Bombe, das war eine Bombe! Nach oben, sofort! Oh Gott! Nach oben, sofort! Etwas lag in der Luft. Monas Worte, dass die leichte Beute sei, halten in meinem Kopf. Die Bombe war offenbar ein Ablenkungsmanöver. Schnell fallen lassen! Ah! Bewaffnete Eindringlinge im Zellenbereich! Erledigt ihn! Sucht die Schlampe! Sucht sie und tötet sie! NYPD, Waffen fallen lassen! Clever, Mona! Mona hatte recht. Ich musste ihr helfen. Ohne Waffe kam ich nicht an den Cleanern vorbei. Verdammt. Zum Glück lag hier was. Extra für mich vorbereitet. Ganz zufällig. Oh, Alter! Oh. Hey! Lieber feige als tot, mein Freund. Hatte dieser Wachmann mir ein geheimes Zeichen hinterlassen? Was bedeutete das? Sollte da noch sauber gemacht werden? Verdammt. Alter, er ist immer noch am Kotzen. Junge, kriegst du das überhaupt mit? Ja, das war gar nicht gut. Damit habe ich leider überhaupt nicht mehr gerechnet. Lalalala. Bin gleich tot. Parkhaus, liebe Freunde. Wie kennst du aus dem ersten Teil? Gibt's hier irgendwo Schmerzmittel, bitte? Schmerzmittel? Ich bin geliefert. Ja. Was? Hä, was heißt das? Kann ich mit der Waffe auch schlagen? So, wir pfeffern da einfach eine Granate rein. Oder die! Oh! Nein! Scheiße, okay. Okay, wir müssen alles nochmal machen. Kann ich Ihr Telefon benutzen? Aber können wir es skippen. Nimm das Telefon. Zack. Ist verschlossen. Mein Gott! Ja, mein Gott. Ohne Waffe kam ich nicht an den Cleanern vorbei. So, jetzt nochmal richtig hier. Okay. So nämlich. Hier eigentlich schon geguckt? Naja. Alles zu. Nein. So. Okay. Petersburg. Zeigt schon wieder dahin mit seinem Fingerlein. Okay, pass auf. Speichern. Mal hier. Oh! Stimmt ja. Enter drücken. Bam! Pass auf, wenn die jetzt kommen. Ja, okay, funktioniert gar nicht. Oh, Alter, jetzt. Woo! Wo alle schon tot sind. Komm, ich mach das jetzt nochmal, das sieht cool aus.
Schmerzmittel! Was summt denn hier so? Einer von euch ein Schrittmacher, oder was? Okay. Sonst gibt's hier hinten vielleicht noch was versteckt für mich? Nee, ist nur aufgemalt. Geil, danke. Okay. Hier zu bleiben, eingesperrt hinter einem Tresen, hätte nichts gebracht. Mona war in die Nacht verschwunden. Ohne sie kam ich nicht weiter. Ich wusste, wo ich sie finden konnte. Wodka. Keine Angst, Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigem Kopf lag auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund, das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vinny Cogniti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch, auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cogniti hat einen Deal mit denen. Cogniti? Was ist mit Monas Hex? Ich kenne sie, ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasste ich Vlad. Max, ich brauche ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Teil 2. Mona. Warum war ich noch einmal dort? Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will. Von Max Payne. Eine Zigarette. Ein Whisky. Dass die Sonne scheint. Ich will schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Ich will meine Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. Denkt er daran in diesem währenddessen? Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Hey. Los geht's! Leg sie um! Du hast sie hergeführt. Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Hat die zwischendurch irgendwie die Klamotten? Egal. Okay. Oh, wieder hier. Cool. Hier lang. Nein. Oh Gott. Max. Wenn man etwas wirklich will, hat man Angst, es zu verlieren. Oder es nicht zu bekommen. Das macht dich verwundbar. Ist doch kein Problem. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Ist sie durch die Treppe gefallen? Verdammt. Was? Wie bitte? Was? Ah! Ich hab gar nichts gemacht! Ah!
So nämlich, mein Freund. So. Mona war verschwunden. Findet sie und legt sie um. Den Korb und die Killernutte. Keine Umschweife, das hat der Boss gesagt. Ja, ja, kannst du nicht abwarten, hier abzuhauen. Mit ihr auch der Sex. Okay, warte, pass auf. Hey, was zum Teufel? Alles fällt um! Pain, erschieß ihn! Lena war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck. Mhm. Ja, da hatte ich mich auch erschrocken, liebe Freunde. Oh, hier, Junge. Hier. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich gehe da nicht rein. Los jetzt, du Baby. Ist doch nur eine Geisterbahn für Kinder. Okay, pass auf. Die wollen uns holen. Hilfe, wir sind verloren. Mach ich das am besten? Oh, nein. Oh, super, super. Ah, es hat prächtig funktioniert. Boah, was mach ich jetzt? Bum, 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 bum. Pirouette, mein Freund. Du bist tot. Ach ja? Glaube ich nicht. Geil, jetzt sind wir wieder hier. Überhaupt. Der Held verfolgt diesen Serienkiller, John Mirror. Und am Ende ist er in dieser ekligen Toilette in der Irrenanstalt. Guckt in den Spiegel und sieht den... Ja. Oh, lol. Ach so, das wird damit ausgelöst. Das ist so. Das ist so geil, dass sie auch immer die Granaten einfach irgendwie hochwerfen. Und dann... Ja, okay. Okay. Was? In Deckung! Puh. Ja, es sieht gar nicht gut aus. Schmerzmittel, jawohl. Gleich rein damit. Achtung, Feigling. Was? Wo? Nein. Ach so, ich dachte, ich wäre das. Ich dachte, ich wäre das. Ach nee, das war ja die selber wieder. Ihr Trottel. Also im ersten Teil war es irgendwie krasser, kann das sein? Also ich meine, ich bin ja ganz froh drum. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein... Das ist nicht dein Ernst. Und ich lach noch so blöd und dann stürze ich da runter. Das kann doch nicht wahr sein. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Freunde, es tut mir leid. Ich mach das jetzt nochmal schnell. So, und bei euch? Findet sie und legt sie um. Den Korb und die Killernutte. Keine Umschweife, das hat der Boss gesagt. Ja, ja, kann's gar nicht. Hey, was zum Teufel? Alles weg. Lena war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck. Mhm. Ich hasse das. Ich hasse das. Verstecken ist schief. Damn. Mann. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wo denn? Leine!
Oh, na klar, natürlich, natürlich. Oh. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Es tut mir so leid, Freunde. Gib mir Deckung. So. Zack. Jetzt aber, komm. Findet sie und legt sie um. Den Korb und die Killer. Hey, was zum. Cleaner war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck. So, komm, jetzt aber hier. Ich kann ja auch mal speichern. Hm? Vielleicht auch eine Idee? So. So. Oh, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Ist das cool? Die beste Serie überhaupt. Der Held verfolgt diesen Serienkiller, John Mirror. Und am Ende ist er in dieser ekligen Toilette in der Irrenanstalt. Guckt in den Spiegel und sieht jetzt den dazu? Killer. Er ist auf dem... Okay, einen hat's nicht erwischt. Kurze Umdrehung. In Deckung! Gib mir Deckung! Aufpassen! Pass da auf! Oh. Oh. Was? Hat ihn nicht erwischt? Als ob! Schmerzmittel. Okay. Ich speichere jetzt. Jetzt werde ich wieder paranoid, Freunde. Upsi. Ich war einfach schon bis hier gekommen beim ersten Mal. Und ich Idiot fall da einfach runter. So, komm. Guck jetzt nochmal schnell da rein. Mal hier durchlaufen. Ja! Das hat so Spaß gemacht. Ja, guck ich jetzt echt mal komplett zurück. Ja. Okay, hier ist zu Ende. So, na dann wollen wir mal. Quatsch, hier lang. So. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Da! Sie ist da oben! Achtung! Oh, das war Gothic Todessound. Schrei. Mona! Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Geil, die Mucke. Aufgemalt, aufgemalt. Ah! Alter! Deine Mona! Da ist sie.
Lass mich durch, Mona! Ja. Okay. Alter, Alter. Oh, da drüben. Da ist gerade ihr Magazin hier runtergefallen. Wie cool. Hoppa! Voll die geile Mucke. Ich krieg dich. Es ist Max Schmerz. Er hat Schmerz im Herz. Unterwegs mit Mona. Mona. Shimona. Ich hatte die Schnauze voll von den Cleanern, die in ihren Vans davonrasten. Ich hatte nur eine Chance und keine Zeit, darüber nachzudenken. Und keine Schmerzmittel? Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht. Max. Ich hatte das Funkgerät vergessen, das Mona mir gegeben hatte. Max. Ich bin hier. Die Cleaner nehmen mich ein Stück mit. Ich sag Bescheid, wenn wir angekommen sind. Max, was eben passiert ist... Ich kann jetzt nicht reden. Ich konnte sie nicht knacken. Ich musste den Fall knacken. Mona, die Baustelle der Kesslin Versicherungsgesellschaft. Bin schon unterwegs. Bringen wir das Ganze nach oben? Ja, mit den restlichen Beweisen. Hey, Vorsicht mit den roten Kisten, ihr jagt uns ja alle in die Luft. Ich hol das Zeug aus dem Van und treffe euch dort. Hey, was zum Teufel? Bum, bum. Von wegen, mein Freund. Ich dachte an Vlads trojanisches Pferd. Im Van war ich in das Versteck der Cleaner gelangt. Sie hatten mir verraten, dass die Beweise auf der obersten Etage waren. Okay. Hinter uns, ja klar. Er wollte nur sein Zeug aus dem Van holen und dann kommen. Was für Zeug? Was hat er denn da drin? Na los. Keiner war da. Nur die zwei Pappnasen hier. Hallo? Die gefährlichen roten Kisten, von denen die Cleaner gesprochen hatten, waren Kisten voller Sprengstoff. Geil. Lass mal drauf schießen. Oh Gott. Hier ist zu, Okay, wir müssen da lang. Er hat auch probiert, sie zu erledigen. Das Ergebnis siehst du. Das direkt nochmal gespeichert. Liebe Freunde. Genial. Ich muss Enter drücken, verdammt. Gott. Oh. Oh. Da kommt er. Oh Gott. Nein, nicht hier verstecken. Lass mal hinter den roten Kisten verstecken. Hui! Hallo! Max, ich bin vor Ort. Wo bist du?
Ein abgerissenes Gebäude am Ende der Baustelle auf dem Weg nach oben. Ich bin auf der falschen Seite. Ich versuche, alles vom Dach zu überblicken. Später. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Noch ein bisschen Schmerzmittel. Mir steht's nämlich bis zum Hals, Freunde, wie ihr sehen könnt. Boah, das sieht schon sehr cool aus hier, ne? Schmerzmittel. Bisschen Schmerzmittel. Und nun? Ach so, vielleicht soll ich... Okay, probier's mal. Ich hoffe, das war keine tragende Wand hier. Ja, das, ja. Hat funktioniert. Hat bestimmt keiner mitbekommen. Ja, ein Hoffnungsschimmer. Schaden, ne? Ich denke aber auch nicht dran. Leg ihn um! Fuck. Oh, was war das? Ach, da hinten! Oh Gott. Na gut, ich habe gespeichert. Alles gut. War er, oder? Was denn hier ist sinnlos? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, Schmerzmittel. Gut. Oh, ich hätte auch einfach hier... Oh, ich muss mir auf die roten Kisten schießen. Komm ich hier irgendwie rein? Ja. Ja, ja, genau. So habe ich mir das nämlich gedacht. So, wir machen das folgendermaßen. So nämlich. Los, komm raus. Oh. Und jetzt hier. Na los! Wow, es hat ja... Wow! Wow! Toll, toll! Super Plan, Ruckel. Super Plan. Boom, Junge! Heute nicht. Langer Gang. Okay, da kommen auf jeden Fall gleich die Gegner. Oh, das ist ja, oh, das ist ja wie Weihnachten. Bezirkspolizeirevier, als Mona 6,
eine Verdächtige im Mordfall Senator Gate aus der Haft entkam. Dank des heroischen Einsatzes der anwesenden Beamten kostete die Bombe selbst keine Menschenleben. Während des anschließenden Schusswechsels starben jedoch zwei Officer und mehrere Häftlinge. Lieutenant Jim Bravura betont, dass Sax bewaffnet und extrem gefährlich ist. Das NYPD Sax ist gefährlich? Dass Sax Helfer unter den Beamten gehabt haben soll. Ebenfalls vermisst wird Detective Max Payne, der bereits vom Dienst suspendiert war und gegen den wegen früherer Vergehen und mutmaßlicher Verbindungen zu Sax ermittelt wird. Ich hab keine Verbindungen zu Sax. Ich bin, ich lebe enthaltsam. Alter! Oh, Junge! Was kommt denn da? Hatten die, war das nicht im ersten Teil so, dass manchmal auch Gegner irgendwie Granaten gedroppt haben, die dann hochgegangen sind? Also irgendwie, ich habe das Gefühl, der zweite Teil ist schon deutlich einfacher. Mich aber auch täuschen. So, weißt du was? Es wird Zeit. Neues Spiel, genau. Speichern. Speichern. Lass die nicht entkommen. Verdammt. Ach da. Nicht in die Lücke fallen. Noch einer? Opa, oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh. Nein. Um, Junge. Genau. Läuft doch, Freund. Hoppa. Hui. Entdeckung. Hui. Tschüss. Die immer sagen, irgendjemand anders soll's machen. Mach's doch selber. Verstanden? Das hier ist so eine nur über meine Leiche Situation. Da ist ein Eindringling, möglicherweise auch mehrere. Aber hier kommt niemand lebendig vorbei. Hier war zu, genau. Okay. So nämlich, oh. Uiuiui. Ups. Upsi. Boah, ey, aber das ist doch hier alles schon so vergammelt und kaputt. Ey, ist das so clever, hier irgendwie solche Bomben hochgehen zu lassen? Das ganze Gebäude kann doch einstürzen. Klack, klack, klack. Darauf eine Tablette. So, ich nehme an, ich muss hier durch. Hoppa. Okay. Alright. Okay. Alright.
Zeit, okay. So, hier war die Tür, jetzt kommen wir hier durch. Oh, ist raus, okay. Okay, das waren, glaube ich, die vom Anfang. Ja, okay. War das richtig? Nee, es war falsch, ne? Aber weißt du was? Die Autos nicht explodieren. Okay, kann es sein, dass ich nicht hätte wieder runter sollen? Ups. So eine verdammte Scheiße. Erschossen. Liegt neben dem Van. Ich wette, der Mistkörner das getan. In Deckung! Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich platziere mich mal hier am Tresen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen. Oder, nee, morgen kommt Assassin's Creed. Bis übermorgen zur nächsten Folge. Ciao.